Wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal, wenn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Am besten wir bauen noch. Zusammen mit Max und Fee hat Hannes die alte Schwalbe für das Moped-Rennen mit Ole flott gemacht. Ob er damit gegen Ole ankommt? Ein Koko mit dazu, hm? Mein Vater wurde nach Kanada versetzt. Manuel und seine Band sitzen in der Patsche. Regina, ihre Sängerin, ist ausgestiegen. Wie sollen sie jetzt bloß den Bandwettbewerb gewinnen? Auch jemand, der singen und Keyboard spielen kann. Ja, das. Und auch Paulina hat eine ziemlich unangenehme Nachricht bekommen. Michael eröffnet bald seine eigene Praxis auf Borkum. Und wir beide werden ihn begleiten. Na, läufst du auf eine kleine Spritztour? Spritztour? Klingt super. Wieso fällt Coco mal bloß auf diese blöden Anmachsprüche rein? Mädchen. Na, hast du vergessen, von der Bike die Stützräder abzuschrauben? Schade, dass man mit blöden Sprüchen kein Rennen gewinnt. Ich hoffe, du weißt, dass du keine Chance gegen mich hast. Pass auf, dass du deine Karre nicht wieder abwürgst. Ich glaube ja immer noch, Hannes hat nicht mal ein Bike, das er abwürgen kann. Logisch, hat er. Und was für eins. Dann kann's ja losgehen. Morgen Abend auf unserer Wiese. Um 8. Dann zieh dich warm an. Kauf lieber schon mal eine Familienpackung Taschentücher. Für deinen Loserfreund. Wollt ihr noch lange labern? Was ist es mit unserer Spritztour? Morgen zeigen wir es diesen Angeber. Coco auf. Ich bleib hier und wenn du dich auf den Kopf stellst. Michael und ich. Oh, Michael, Michael, nur weil du einen neuen Lover hast, soll ich umziehen. Auf so eine verschissene Insel, vergiss Borkum es. Borkum ist wunderschön. Und was soll ich da? Krabben poolen? Außerdem kenne ich da niemanden. Du wirst schnell Freunde finden. Oh, ich brauche aber keine neuen Freunde. Ich habe hier meine Freunde auf Einstein. Jetzt tu doch nicht so. Hier ist, weiß Gott, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Du legst dich mit allen an, verprügelst deinen Mitschüler und Onkel Heinz tanzt auf der Nase herum. Nein, jetzt übertreibst du das. Ach ja, und wie oft hast du mich ihretwegen angerufen? Du hast was? Naja, am Anfang hatten wir schon unsere Schule. Ungezogene Göre, das waren deine Worte. Ja, weil ich Paulina noch nicht so gut kannte. Weil du komplett überfordert warst. Und das bist du immer noch. Ach komm, so ein Blödsinn. Boah, er hat den Job als Nanny klasse gemacht. Paulina, es reicht. Entschuldigt, aber das hat doch so wirklich keinen Sinn. Wollen wir nicht noch mal in Ruhe? Boah, Klappe, sie Therapie, Putzi, sie haben ja überhaupt nichts zu melden. Ach, Ole ist ein Idiot. Kleine Jungs streiten darüber, wer am weitesten pinkeln kann und die Großen fahren mit dem Motorrad um die Wette. Ja, und der ganze Aufstand nur wegen Coco. Was heißt hier nur? Coco ist der neue Stern am Musikhimmel. Kann ich mitlachen? Marie-Louise hat einen neuen Witz gemacht. Ja, der war nicht so besonders. Ist die Spritztour schon zu Ende? Ist verdammt zugig auf so einem Moped. Ich muss auf meine Stimme Acht geben. Ja, ein bisschen Stimme kann ich schaden als Sängerin. Wer kann mir sagen, warum jetzt alles anders ist? Warum ich an nichts anderes denken kann? So schlecht war ich jetzt aber nicht, oder? Naja, deine Interpretation hatte etwas Eigenes. Madonna trifft live auch nicht jeden Ton. Aber wenn die Performance stimmt, dann merkt es kein Mensch.
Du bist aber nicht Madonna. Ja, die hat es ja auch viel einfacher als ich. Die hat eine Lightshow, einen Background-Chor und eine Band und ich musste ganz alleine singen. Da hat sie recht. A cappella ist verdammt schwer. Genau. Wenn ich erstmal Begleitung singe, dann hört sich das alles viel amtlicher an. Du hast vergessen, von deinem Bike die Stützräder abzuschrauben? Ey, Mann, das war echt lässig. Hast du gesehen, wie Coco gelacht hat? Und wenn schon, mit wem ist sie abgedampft? Mit Olo oder mit mir? Ah, bei Coco stottert noch ein bisschen der Motor. Kein Grund, Frust zu schieben. Das ist wie mit dem Moped. Wenn du die richtigen Knöpfe drückst, läuft es. Und wo sind bei Coco die richtigen Knöpfe? Ich sollte dieses blöde Rennen abblasen. Das hat doch eh keinen Sinn. Hallo? Mit dem Hobel fegst du Ole von der Bahn. Und dann guckt den Coco nicht mal mehr mit dem Hintern an. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Also der Einzige, der hier Muffinsausen kriegen sollte, ist ja wohl Ole. Du bist der Cross-Experte. Du hast Kaninchen über Stoppelfelder gejagt, da wusste Ole nicht mal, wie man Moped schreibt. Darum geht's doch gar nicht. Ja, sondern? Egal, wie dieses Kackrennen ausgeht. Für Coco bin ich trotzdem Luft. Nicht, wenn du gewinnst. Glaub mir. Oh, ticken so. Jetzt sind wir mehr davon. Warum steht Coco auf Schumi? Weil er ein Siegertyp ist. Ich bin aber keiner. Vergesst es. Na komm, du kannst jetzt nicht schlapp machen. Wir und ich haben uns krumm gemacht für das Rennen morgen. Eine Menge Leute kommen. Und wir wollen alle sehen, wie du ohne die Spur einstellst. Eigentlich wollte ich es dir schonend beibringen. So schonend, wie du mir von deinem Krebs erzählt hast. Sorry, der war blöd. Guck mal, der große Bär. Als ich klein war, habe ich dir das nie geglaubt. Der sah überhaupt nicht so aus wie mein Teddy. Was ist denn das so für ein Typ denn, Michael? Ist ein ganz feiner Typ, mein Michael. Das hat nichts mit uns beiden zu tun. Für mich geht es vollkommen klar, dass du einen Lover hast. Aber weg vom Einstein, das geht nicht klar. Du hast dich mit Händen und Füßen gegen diese Schule gewehrt. Ja, das war mal. Borkum wäre eine Riesenchance für mich. Michael will sich ein neues Leben mit mir aufbauen. Und die Luft an der Nordsee wäre hervorragend für meine Lunge. Aber Mama, du kannst nicht ständig über meinen Kopf hinweg entscheiden. Zuerst soll ich hierher und dann wieder weg. Irgendjemand hat über meinen Kopf hinweg entschieden, dass ich so krank werde. Ja, aber jetzt bist du wieder gesund. Paulina, du weißt nicht, wie viele Nächte ich nachts wachgelegen und mir Sorgen gemacht habe, was aus dir werden soll, wenn ich sterbe. Ich habe das alles für dich durchgestanden. Nur für dich. Damit wir wieder zusammen sein können. Aber ich mag diese scheiß Schule einfach. Überleg es dir nochmal. Es geht um uns beide. Die Luft ist rein. Dann mal los. Ich mach zuerst einen Check. Die Spannung steigt. In der Luft liegt ein Hauch von Benzin, Schweiß und Sieg. Wieso? Ist doch niemand da? In Kürze werden wir Zeuge der ersten Testfahrt der legendären, ultimativen, unschlagbaren Hafema-Rennmaschine. Was? Hafema? Hannes Felicitas Max? Mhm. Alles noch dran. Das kann jedem Champion mal passieren. Doppelshit! Das war's dann wohl. No problemo, wir besorgen einfach ein neues Rad. Max, die Schwalbe wird seit 15 Jahren nicht mehr hergestellt. Da kann man nicht einfach in ein Geschäft laufen und Ersatzteile kaufen. Unfall mit mir, Ole, nie im Leben. Der Idiot wird überall rum erzählen, dass ich mich drücken will. Echt dumm gelaufen. Hey, Ole. Du, ich fürchte, wir müssen das Rennen verschieben. Er hat das kleine Großmaul die Hosen voll, ja? Doch nur um eine Stunde. Hannes hat gerade einen sehr engen Zeitplan. Von mir aus.
Bist du verrückt? Das Rad ist Matsch, wir können das Rennen vergessen. Du siehst das alles viel zu negativ. Wir kriegen das schon hin. Wie denn? Will sie uns stützen? Also deine 3 Euro auf Hannes. Und deine 2? Auf Hannes, ist doch klar. Ist überhaupt jemand, der auf Ole setzt? Noch nicht. Wie? Ihr verzockt eure Kohle? Habt ihr niemand gefunden, der euch die Portemonnaies klaut, oder wie? Hört auf mit dem Scheiß. Also, ich setz auf Hannes. Auf wen hat Hugo eigentlich gesetzt? Was versteckst du da? Nichts, Frau Bräuning. Darf ich mal? Wow. Jetzt bin ich aber wirklich mal auf deine Erklärung gespannt. Ja, also ich... Also wir... Wir waren für ein Abschiedsgeschenk für Regina. Das ist eine Überraschung, also... So. Na, dann ist ja gut. Okay, schöne Idee. Das war knapp. Echt? Wie geht's so? Okay. Und dir? Gut. Hast du die Englischhausaufgaben schon gemacht? Nö, du. Sag mal, auf wen hast du eigentlich gesetzt? Hä? Hab ich was verpasst? Das Moped-Rennen. Heute Abend zeigt Hannes dem Ole, wo der Hammer hängt. Und Fabian nimmt schon Wetten an. Wie, die veranstalten ein Rennen? Was soll denn der Quatsch? Es geht um Coco. Hannes hat nicht mal einen Führerschein. Wenn das rauskommt, fliegt er vom Einstein. Also doch. Was? Coco, du fährst noch auf sie ab. Und ich hab schon gedacht, du stehst auf Leila. Sorry, Kumpel. Ruhig. Hab noch was zu erledigen. Klar. Okay, wir sehen uns. Hey, Paulina, du kannst auch Keyboard spielen. Ich penne noch. Sag schon. Ja, ein bisschen rumklimpern. Egal, ich muss singen üben, für das Schulbandcasting. Ich brauche jemanden, der mich begleitet. Vergiss es. Ich hab nicht mein Keyboard. Aber ich hab den Schlüssel für das Musikzimmer. Die Miesbach hatte mir gegeben. Wow. Morgen, Manuel. Gute Neuigkeiten. Die Band braucht nicht mehr nach einem Ersatz für Regina zu suchen. Ihr habt einen. Was? Na ja, guten Morgen. Ich mach den Job als Sängerin. Und Paulina begleitet mich. Da habe ich da gerade meinen Namen gehört. Ich wusste gar nicht, dass du singen kannst. Du weißt eine ganze Menge nicht über mich. Logisch kann ich singen. Carla, Marie-Louise und Mia sind begeistert. Na dann, herzlich willkommen. Du natürlich auch. Cool, dass du mitmachst. Wieso entscheidet hier eigentlich plötzlich jeder über meinen Kopf hinweg? Ob ich in einer scheiß Band spiele oder nach Borkum ziehe, ist ja wohl immer noch meine Sache. She reads a book from across the street. When in the summer... Hallo zusammen. Herr Lachmann bat mich, für ihn einzuspringen. Er ist ein bisschen erkältet. Wie geil ist das denn, dass Lachmann nicht kommt? Die Bach merkt bestimmt nicht. So, dann wollen wir mal anfangen. Max, willst du vielleicht an die Tafel kommen? Ja, klar. Okay, wir schreiben ein Übungsdiktat. Kein Problem. Umso besser, dann kann es ja losgehen. Ich kann da nicht mitmachen. Ich habe LAS, lese Rechtschreibschwäche. Das geht ja alle wieder los. Ach so, ja, Herr Lachmann hat mir davon erzählt und du hörst am besten einfach nur zu, okay? Okay. Also, das Glockenspiel auf dem Münchner Marienplatz schlug pünktlich um 11 Uhr. Sag mal, wer fehlt denn da eigentlich? Felicitas. Weiß jemand, wo die steckt? Keine Ahnung, beim Frühstück war sie... Sie hat einen wichtigen Termin. Wo denn? Schülerparlament. Jetzt, während der Unterrichtszeit? Ja, ist eine Sondergenehmigung, total wichtig für uns alle. Und sie kommt bestimmt bald wieder. Na gut, dann fangen wir jetzt mal richtig an. Als sich alle Blicke... Als sich
alle Blicke. Verdammt! Jetzt mach eigentlich das, was ich will! Na, schon Feierabend? Ich muss nachdenken. Dann will ich mal nicht stören. Onkel Heinz? Onkel? Ist doch bescheuert. Vor ein paar Wochen wollte ich nur weg von hier. Und jetzt? Jetzt willst du bleiben, ne? Für Mamas Lunge ist das Nordseeklima sicher das Beste. Dir wird das bestimmt auch gut bekommen. Du kannst den ganzen Sommer schwimmen und surfen und Boot fahren. Ja, weil ich da ja auch tierisch drauf stehe. Die anderen aus deiner Klasse, die würden dich beneiden. Ach, Quatsch. Außerdem, ich bin nicht wie die anderen. Paulina, es ist deine Entscheidung. Nur aus Rücksicht auf deine Mutter solltest du nicht nach Bocken ziehen. Aber das wäre ganz schlimm für sie. Ja, aber wenn du dann nicht glücklich wirst, wird Martina es auch nicht werden. Ich weiß, es hilft dir jetzt nicht weiter, aber ich würde dich irgendwie ganz schön vermissen. So allmählich könnte sie echt aufkreuzen. Freu dich, wenn sie überhaupt kommt. So eine Diva. Ja, dann sing dich doch einfach schon mal warm. Mir ist nicht kalt. Ja, aber deine Stimme. Noah, 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 Noah. Noah, 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 Noah. Noah, 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 Noah. Ja, kann losgehen. Wer kann mir sagen, warum jetzt alles anders ist? Warum ich an nichts anderes denken kann? So viele Fragen und die Antwort kenne ich nicht. Was ist bloß los? Was fängt jetzt für mich an? Und, was sagst du dazu? Willst du es echt wissen? Naja, hat was Eigenes. Ist ja lustig, das Gleiche habe ich auch schon gesagt. Und, ist es jetzt gut oder schlecht? Naja, bis zur nächsten Bandprobe kannst du ja noch ein bisschen üben. Ja, hör dir doch einfach mal an, wie mir das singt. Hm? Wer kann mir sagen, warum jetzt alles anders ist? Warum ich an nichts anderes denken kann? So viele Fragen und die Antwort kenne ich nicht. Was ist bloß los? Was fängt jetzt für mich an? Coco hat übrigens auf dich gesetzt. Willst du mich jetzt endgültig fertig machen? Wieso? Ist doch ein gutes Zeichen. Sie glaubt an dich. Soll ich es dir aufzeichnen? Ich habe kein Moped. Zumindest keins das Pferd. Abwarten. Bis zum Startschuss sind es noch genau 27 Minuten und 18 Sekunden. Ups. Shit! Shit! Das wird sowas von peinlich. Coco denkt bestimmt, ich kneife. Das bringt doch eh nichts. Hey. Tut mir leid. Und wenn du Ole bittest, das Rennen zu verschieben. Das kleine Großmaul hat die Hosen voll. Es war höhere Gewalt. Das kannst du doch Ole erklären. Der Idiot wird jede Chance nutzen, mich fertig zu machen. Da muss er aber richtig Gas geben. Ich habe euch das mitgebracht. Fee, ich fass es nicht. Du bist die Größte. Ich hab's gewusst. Erst gewinnen, dann jubeln. Okay. Bin voll daneben, weiß auch nicht, wie es weitergeht. Denn etwas geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Letzte Chance, die Quoten stehen 3 zu 1 für Hannes. Na, wer will noch sitzen? Jo. Ja, 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 ich ganz schnell. Hannes, 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 ja, okay. Auf Ole. Hannes. 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 Ja, okay. Hab ich schon hier. Yep. Und nochmal. Das bist du, mein Geheimnis, das sonst niemand weiß. Paul.
Wie war ich? Es hat etwas Eigenes. Oh, ihr habt euch doch abgesprochen. Nö, wie kommst du darauf? Welchen Hühnerstall hast du die denn ausgegraben? Fährt ihr ohne Möhre überhaupt? Zumindest funktioniert das Rücklicht. Und das ist gleich das Einzige, was du von mir siehst. Zeig sie, Johannes. Du schaffst das schon. Die Gänge voll ausfahren, bevor du schaltest. Toi, 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 Hannes! Sorry, Coco, aber irgendwie passt deine Stimme nicht so richtig zur Musik. Tja, kommt vor. Ich bin eh viel besser, wenn ich Hip-Hop mache. Ich geh mir mal die Nase pudern. Coco, komm schon. Konzentrier dich jetzt auf das Rennen. Seid ihr bereit? Du hast es echt drauf. Ja, übertreib nicht. Hast du es dir mal überlegt? Machst du nur mit bei unserer Band? Ich bin wahrscheinlich eh nicht mehr lange auf Einstein. Bitte? Ja, meine Mutter will, dass ich mit ihr nach Borkum ziehe. Ihr fahrt eine Einführungsrunde zum Warmwerden. Wenn Hannes genug Super in seiner Blechdose hat. Gemisch, Mann, Gemisch. Das wirst du gleich riechen. Immer schön locker bleiben. Startet die Motoren. An die Nordsee? Das kann sie doch nicht machen. Dein Zuhause ist hier. Außerdem, die Band braucht dich. Dringend sogar. Tja, sorry, ist nicht. Na toll. Was ist mit dir? Ich? Nee, ich kann überhaupt kein Keyboard spielen. Aber verdammt gut singen. Hey, das war echt super. Du bist spitze. Mach's nochmal. Aber diesmal mit richtig Power. Stell dir vor, da sitzen 200 Leute im Publikum, die nur dich hören wollen. Paul, schmeiß die Scheinwerfer an und los geht's. Was hat sie denn so plötzlich? Tja, die Nerven. Dann nützt die beste Stimme nichts. Jetzt beginnt das Rennen. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ja, das ist auf da! Mama, ich hab's mir noch mal überlegt. Ich glaube, ich wäre immer mies drauf auf Borkum. Wie willst du das wissen? Ich weiß es eben. Und deshalb will ich hier bleiben. Hat es mit Michael zu tun? Ach nein, der ist völlig okay, echt. Paulina, bitte tu mir das nicht an. Das hat nichts mit dir zu tun. Die finden mich geil, die wollen, dass ich in der Schülerband spiele. Das ist dir wichtiger als ich? Oh, du bist unfair. Ich könnte genauso gut sagen, dein Macker ist dir wichtiger als ich. Nicht in diesem Ton. Oh, du kannst mir überhaupt nichts befehlen. Und ob ich das kann? Paulina, du bist erst 15. Und als deine Mutter bestimme immer noch ich, wo du wohnst. Wir ziehen nach Borkum. Basta! Ach, leck mich! Ja, ich hab gewonnen. Super. Los, kommt! Ole? Scheiße. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist Oh,
Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.